Da werden wir 11. 12. Juni 2019 irgendwie fast ein bisschen historisch oder gleich nicht ganz. Und jetzt vielleicht einen Tag danach. Jetzt sind wir da an der Vorgrundstrasse. Jetzt ist das Wasser weg. Gestern ist das unter Wasser gestanden. Am ersten Tag war es ein bisschen tiefer gewesen. Jetzt ist der Spiegel sicher wieder 2 bis 3 Meter runtergegangen. Wie fühlst du jetzt? Bist du entspannt jetzt? Oder schaust du ihnen ein bisschen aus, ob es noch etwas kommt? Oder wie sieht das aus? Nein, jetzt bin ich schon weitgehend entspannt. Ich habe jetzt eine Nacht einigermaßen schlafen und ein bisschen die Wunden pflegen. Aber es war erfolgreich und wir sind alle gesund aus dem Hochwasser rausgegangen. Also, ich fühle mich gut. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das Hochwasser jetzt kommt? Der Rhein hat jetzt schon eine Zeit lang relativ einen hohen Stand von der Schneeschmelze. Hat ja heuer, Anfang Juni, hat noch nie so viel Schnee in den Bergen wie Anfang Juni. Und dann haben wir ja so 30 Räder gehabt und es ist relativ viel geschmolzen. Die Sandbänke haben zum Teil nicht mehr vorgeschaut. Und dann braucht es zu dem Wasserstand halt nicht mehr wahnsinnig viel dazu, bis er den Holz bringt. Und er hat schon ziemlich Niederschläge angekündigt gehabt. Zuerst in der Sur selber, Bündner Oberland. Und dort habe ich dann ein Telefon bekommen von der Kanuschule Versand, dass der Vater ein Holz bringt. Aber kriegst du ein Telefon über? Ja, ja. Ich habe, ich habe schon Kanu raus bei Hochwasser. Und dann kann sie es einmal wieder holen. Und im Gegenzug komme ich dafür ein Telefon über, wenn da oben irgendetwas passiert. Das war am Montagmorgen. Und dann bin ich dann mit dem Kollegen zusammen raus. Und am Dienstag. Also der Kollege, das ist der Silvan, oder? Das ist der Silvan, ja. Da wäre also dann quasi der Sohn von Kobol ins Bäuerl. Ja, genau. Der genau. Mit deinem Vater zusammen noch geholzen, gell? Nein, nein. Oh, nicht? Nein, nein. Nein, es ist früher ist viel mehr so ein Rivalität gewesen. Ja, ja. Und heute tut man, wenn es irgendwie möglich ist und es ringen geht, tut man miteinander. Aber auf jeden Fall wäre es ein Oberrietner. Er ist ein Oberrietner. Ein richtiger Einholzer. Genau. Ja, ein richtiger Einholzer. Aber du bist der südlichste Einholzer, oder? Ich bin der Oberst, genau. Genau. Ob mehr tut niemand mehr. Also ich habe die volle Wahl. Ja, ja, also du hast, es gibt keine Konkurrenz, denke ich. Also irgendwie, das heisst nicht, dass du im Steiner alles raus und so. Da gibt es da unten nur so viel? Aha, nein, stell dir vor, da kommt so viel. Das ist so ein kleiner Tal, den ich rausnehme. Also ein kleines Beispiel, 1987 sind 100'000 Kubikmeter Holz im Badensee geflossen. Und ich habe knapp etwa 90 Kubik raus. Jetzt kannst du dir die Menge vorstellen, oder? Das reicht noch 100 Mal für alle anderen. Und dann ist der Silvan geholfen. Der Silvan ist mir geholfen. Und dann war aber dann nicht so verrückt gewesen. Und dann ist er wieder retour und am anderen Tag ist der Vater dann höher gekommen. Da hat er dann einen recht guten Stand gehabt. Und dann haben wir wieder geholzt, hier vom Morgen, was sehen wir raus, etwa um 4:30. Aber dort hat es dann geschiffen, gell? Dort hat es dann geregnet, ja. Aha. Aber nur in der Nacht. Und wir sind nachher, ich habe dann bald Sonnenbrille gebraucht zum Holzen. Und das ist ein Novum, normalerweise. Aber was, Sonnenbrille? Nein, wir haben am Morgen um 4:30 angefangen, aber irgendwann ist ja dann die Sonne gekommen. Ja. Und es war wunderbares Wetter gewesen. Und dann haben wir bis in den Nachmittag reingeholzt. Und dann haben wir eigentlich gedacht, jetzt zweimal hintereinander holzen, jetzt ist es gelaufen. Und gestern Morgen habe ich wieder Pegel angeschaut. Man kann ja heute etwas wahnsinnig ringen, kann man alle die Pegelstände fast in Echtzeit kann man anschauen im Internet. Und nachher habe ich gesehen, wie das Reichen aufgeht und geschaut, welcher von oben her das ist. Und damals war es der Hirnderein. Und der Hirnderein hatte einen historischen Höchststand gehabt. Er ist sogar im 87 hat er 150 Kubik weniger gehabt. Und dann haben wir aber am Morgen die Zicke parat machen. Wir haben uns um 9:30 hier getroffen. Und etwa nach einer halben Stunde ist es dann losgegangen. Und gestern hat er dann hier den Höchststand gehabt. Also ist er dann auf die Straße hineingefahren. Und gefilmt habe ich dann die Bilder, die du siehst, Dienstag und Mittwoch, gell? Ja. Ich natürlich oben vom Damm, gell? Das ist natürlich eine einfache Geschichte oben vom Damm, bei schönstem Wetter. Und dann am Mittwoch am Morgen, wo du angefangen hast, geschiffen, gell? Wie es gilt, ja? Ja, ja. Ja, ja, da haben wir mit Regenkleidern angefangen und irgendwann hast du es sukzessive können abtun und dann ist eigentlich gutes Wetter gekommen. Aber das, was ich so gefilmt habe, ist natürlich nichts. Also manchmal bist du in der Nacht los, gell, mit Lampen und so weiter. Ja, ja. Also, wenn du reinruft, dann ja. Kannst du nur schlafen. Nein, kann ich nicht mehr schlafen. Ja, und du kannst nicht denken, ja, ich gehe dann das nächste Mal, wenn ich komme. Vielleicht kommt er nie mehr in diesem Jahr, oder? Ja. Und wenn er halt in der Nacht kommt, musst du in der Nacht raus. Ich habe selber das Gefühl gehabt beim Damm oben, da hast du mir schon viel erzählt, ja, schon Film gesehen und so weiter. Aber es ist noch eine nervöse Sache. Ich selber auch denke, wie würde jetzt sein? Sind dann 3, 4 miteinander gekommen, würde es länger oder kürzer sein? Und dann manchmal, gerade kurz vor dieser Stelle, wo wir jetzt hier sitzen, hat es dann manchmal die Lange wieder getrüllt, sind weiter raus. Also da braucht eine hohe Erfahrung, gell? Ja, ich habe viele Abschätze. Also eben, gerade wenn 2, 3 kommt, denkst du, die ersten 2 sind ein bisschen kürzer als der Ried, der kommt. Dann bist du ein grosser, dann bist du ein langer. Und nachher lässt die ersten 2 vorbei und der lange ist faul. Dann hast du die anderen verpasst. Oder? Das kannst du manchmal wirklich erst sehen, wenn sie auch dazu sind. Noch schlimmer ist es eben natürlich in der Nacht, weil dort kannst du überhaupt nicht abschätzen, ob man gesund ist oder nicht.
Und wir sind in der Sonne, ich bin am Damm oben gestanden, siehst du noch mehr. Da unten siehst du noch, Gott, vergessen schlecht von der Länge her, auch vom Werfen her. Du wirst immer drüber raus. Ich bin so blöd, ich war immer auf der Klotz zielen beim Filmen. Hat er gemerkt, du wirst schon weit drüber raus und gehst schon langsam wieder zu. Gell? Also, ja, ich muss einfach 20 cm weiter gehen. Und wenn ich 2 Meter zu weit werfe, ziehe ich das Seil daher und also den Wurfhaken daher und dann ist gut. Ich muss aber sicher weiterwerfen, als der Klotz ist. Und dann siehst du das immer? Also hast du schon den Haken gesteckt? Das magst du immer sehen? Ja, das sehe ich mir gut. Und bist du dann vorher gesprungen? Sicher zum Teil einiges über 200 Meter, oder? Ja. Nach einem ziemlichen Tempo musst du ein Seil lupfen und so weiter. Also alles nicht so einfach, oder? Ja. Das Ziel ist ja, dass wenn ich jetzt einen langen anwirf, dass ich nicht beim hinteren Drittel verwisch. Ich sage, das Ziel ist, ich treffe es oft nicht, oder? Weil du musst immer auch rechnen, in dem Moment, wo du wirfst, vergangen ein paar Sekunden, der Klotz fließt relativ schnell, also es hat da zum Teil bis 18 Stundenkilometer, wenn er so richtig wahnsinnig läuft. Da rein? Ja. Man hat das von 4 Meter pro Sekunde, gell? Ja, so, ist... also die Hand im 2014, am 13. August, ist die Plattform der IA von Felsberg. Und da ist die Polizei mit dem Polizeiauto nebenher gefahren und sie haben mehrmals gefunkt, jetzt laufen wir mit 20 Stundenkilometern. So schnell ist er da nicht, ich möchte jetzt eben nicht laufen. Aber eben, mein Ziel ist dann im hinteren Drittel treffen und dann vorauslaufen und den Hirn ein bisschen herzuziehen und dann helfen wir die Strömung nachher mit zuzuspülen. Oh, das ist der Idealfall, aber ich mag natürlich oft nichts. Ja, aber gut, aber einer hat oben verrutscht, du hast ihn im hinteren Drittel getroffen. Ja. Du hast ihn ganz, ganz am Schluss hast ihn noch gekippt und hast ihn noch gekippt und hast ihn dann irgendwie mit sehr viel Geschick hingekriegt, dass er tatsächlich kippt, bis zum Festmachen. Also das ist schon noch ein bisschen eine Nervensache, gell? Ja, du musst halt auch ein bisschen angehen. Vor allem, wenn ein Stamm relativ glatt ist, drüllt er gerne im Wasser. Genau. Und dann geht der Wurfhaken innen ab und das war's. Und darum, du kannst nicht alle vollziehen. Du musst manchmal auch wieder ein bisschen angehen und dann gehst du wieder ein bisschen Zug drauf. Und dann musst du noch herziehen, dann hast du ein Fest gemacht, gell? Das war eben am Dienstag. Und dann nachher auf dem Mittwoch hast du gesagt, historischer Höchststand. Und dann hat es einen Haufen von denen, die du festgemacht hast, weil es gelupft hat, wieder weggeschwemmt. Ja, oder? Ja. Ich habe es an der Vordergrundstöhe angebunden. Und dann ist der Rhein dann über die Vordergrundstöhe raufgekommen. Und dann sind die jetzt mal unter Wasser angebunden gewesen. Und die Stöhe die sind schon relativ gross. Aber wenn 3-4 Klötze dran hängen, fängt es manchmal so einen Stuhl an zu wiegen. Und dann hat es mir plötzlich die Stöpsel raus. Und ja, sind mehrere Stämme sind da dran. Mit Samtensaal. Mit Samtensaal, Material, alles weg. Ja. Genau. Ja. Genau. Und einmal ist dann der... Ja, Entschuldigung. Du hast ja wegen historischem Höchststand. Ja. Das hat er nicht da gehabt. Der Hinterrhein hat einen historischen Höchststand gehabt. Weil der Vorderrhein eben gestern nicht mehr so viel Wasser gehabt. Er hat da... Das ist der zweite Höchststand, den ich hier erlebe. Wo ich seit dem Holz bin. Genau, im Hinterrhein haben sie das Haus. Ist dort zum Teil mit den Strassenproblemen gehabt. Genau. Und dann muss ich aber auch noch sagen, der aller... Höchststand, den ich erlebt habe, das ist eines von diesen 3 Jahrhunderten Hochwasser vom letzten Jahrhundert. Das war am 18. 19. Juli 1987. Da ist da, wo wir jetzt standen, 1,80 Meter Wasser geflossen. Genau, ja. Am Dienstag, dann eben der Silvan hat da auf Riese geholfen und so weiter. Und dann auf einmal ist er wie ein Weiss und hat gerufen, Werner. Und dann, ich bin gar nicht recht raus, was ist da los? Dann ist er zu dir gesprungen, du bist weg und hast dein Velo gepackt und bist fast bis auf Buchs nachgefahren. Einmal hast du etwas rausgeworfen, hast du wieder die Hände verworfen, bist weiter. Was war denn dort? Aha, ist dann noch ein weiterer Kollege geholfen und dann ist irgendwie beim Herzüchen von einem Stamm hat sie ihm den Einhaken, das sind die langen Stangen, etwa 6 Meter lang vorne mit dem Spitz, hat sie ihm den Einhaken aus der Hand und dann ist der fort. Oh! Und dann habe ich alle einen Wurfhaken auf dem Packträger parat für so etwas und dann bin ich ihn neu gefräset und habe keine Zeit, keine Zahl richtig sauber zu richten und das ist eigentlich immer ein Fehler. Ja. Und du kannst den Saal immer gleich richten, wirfst 20 Mal, beim 21. Mal hast du einen geknütterten, hast keine Ahnung wieso. Und das war es. Und ich habe, der Wurfhaken ist ein Reinhaken, Heritage, der hätte noch 10 cm weiter, dann hätte ich noch einen zweiten Versuch. Aber wenn du einen geknütterten hast, wenn du einen Knopf im Saal hast, schätzt du die Ruhe, um es richten, wieder frisch. Weißt du, mir ist schon aufgefallen, wegen der Geschwindigkeit, du bist ziemlich schnell mit dem E-Bike dort eingefahren, aber hast du das kaum einholen können? Also, ja, das ist schon, ich bin vor dem E-Bike. Ja, aber mit Rennen hättest du keine Chance. Ja. Obi, du bist ja saumässig schnell gerannt, also ich war stumm gewesen. Also, wenn du so ein paar Mal springst, also wie viel Mal kannst du das, wie lange kannst du das überhaupt machen? Also gestern war ich 8,5 Stunden dran gewesen. Wahnsinnig. Ja. Und dann zum Teil beim Anmachen habe ich gesehen, hast einen guten Schwass in den Schuhen, dann bist du plötzlich neu nass und so. Also gesundheitlich noch ein gewisses Problem, oder nicht? Ja. Wir haben ja gestern etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe, nämlich
beim praktisch höchststehenden Bauern angerufen. Dann ist er mit dem Traktor und dem Frontlader gekommen. Ja. Weil es hat einen Stamm nach dem anderen Fuß. Und ich konnte nichts mehr anbieten. Ja. Ich hatte fast Stürme mit Löchern drin. Ja. Und dort bin ich, eigentlich bei allen Stämmen, ich bis zum Bauch ins Wasser reinstehen. Dass ich konnte guten und stemmen und mich nicht, dass man so einen rausschaut. Dort bin ich sicher 2 Stunden. Und im Moment hat er zwischen 8 und 9 Grad. Ja. Aber dort hast du keine Zeit, um die Kälte zu spüren. Und eins war wirklich ein super Stamm. Genau der hat es drauf weg, gell? Ja, ein wunderbarer Stamm. Mit dem bin ich von hier weg 220 Meter gerannt. Den haben wir aber schon die vorige Woche am Mittwoch aus, also gestern vor einer Woche. Ja, ja. Und den habe ich mit 2 Säulen gesichert, weil das so ein schöner war. Es war ein Säckklotz, halt mit dem Nümmerli auf der Stirnseite. Und ja, der hat es vorgerückt. Und meinst du, wenn wir es hier hocken auf dieser Vorgrundstrasse, also, da ist es das sicher, meinst du? Dass da nicht auf einmal Wasser kommt und nur noch wegschwemmt oder der so. Hat es auch schon gegeben? Also, mehr nicht. Ich muss noch Folgendes sagen. Ich schaue natürlich ständig den Wetterbericht. Und wenn jetzt die Wettermeldung in dieser Richtung wäre, dass irgendwie von übermorgen wegen unglaublicher Niederschläge angekündigt würde, dann würden wir es gleich holen vorher. Ja. Aber auf deine Frage ist es auch schon passiert, am 23. September 1981, das war am Mittwoch, da hat er wahnsinnig Holz gebracht. Und oben hier unten hat eine ganze Sippe miteinander Holz. Und die haben um die 100 Kubikus, also eine riesige Menge. Und die haben am Samstag alles Holz verschafft, haben es in Meterspälten biegen, aufbiegen. Und man hat gedacht, wenn er so, habe ich auch immer gesehen, wenn er Ende September noch gekommen ist, dann ist es nachher gelaufen. Und nachher ist 4 Tage später, am 27. September, ist er noch höher gekommen als eben hier. Und hat die ganze Beig gefuhrt. Sie haben den ganzen Samstag haben sie es aufbereitet und am Sonntag ist die ganze Spälte Beig richtig vor der See. Und gell, das nachbarschaftliche Verhältnis, was sie betrifft, das funktioniert auch hervorragend. Also, du bist auf der Liechtensteiner Seite, aber gestern ist ein Liechtensteiner hergekommen und gesagt, Herrgott, was ihr machen? Also muss ich sagen, mich auch angeschaut. Gell? Also, ja, ja. Im Schatten sieht man noch den Einholzer auf dem Damm oben. Ja, ja. Ja, hat er gesagt, das ist unglaublich. Also, ist ja voll, gell? Eine Bewunderung, irgendwie auch wirklich ein Verständnis da, oder? Ja, 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 ja. Das ist immer so nette Begegnungen. Genau. Es kommt manchmal ein langer Stamm, gell? Und dann natürlich bist du ganz nervös und dann probierst du ihn anzuwerfen. Du siehst voraus, aber nicht ist der Kagen faul, ist er nicht faul, oder? Das ja, aber meistens sieht man es im letzten Moment noch. Ja. Ja. Und ich dann ziehst du es zurück? Dann werfe ich nicht. Ja. 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 Oder auch schon haben wir natürlich einen hergezogen und haben gesehen, er ist nicht gekostet. Dann lassen wir ihn ein paar wieder gehen. Was denkst du jetzt, was hast du rausgeholt? Also 20? Ja, ja, 20, 25 Stier wird es geben. Also rausgeholt hast du 40 und die Hälfte jetzt wieder weggeschwemmt? Ja. Wir haben dann noch wieder halt neue dazugeholt. Ja. Ja. Du hast schon noch so Spälte rausgenommen. Ich glaube, du hockst jetzt gerade noch drauf. Ich bin gerade nicht sicher. Aber ich denke, dass auch kleine Sachen ist alles recht und gut. Nein, oder? Ja, ist alles Holz. Wenn es gesund ist und handlich. Woher kommt denn das Holz überhaupt? Das habe ich mich schon manchmal gefragt. Also, ist das Salz irgendwie einfach mit dem Hochwasser? Ruft es dann von den Pörtern weg? Oder? Ja, also relativ viel ist Lawinenholz. Aha. Was dann nachher, nehmen Sie es irgendeine Doppelei, die es niemand rausholt. Ja. Ich gehe noch viel im Sommer in so Seitenberg von vorderen, hinteren, Langquart, gehe die Situationen anschauen. Ja. Und dort sehe ich dann die Stämme und denke, ah, der kommt dann einmal. Die. Ah. Ja, da ein Stuhl drauf symbolisch. Und so. Nein, hast du schon mal probiert? Ja, ich habe mir schon überlegt, ich soll, was mit verschiedenen Farben, mal kennengelernt schauen, kommt der aus dem Schraubach oder kommt der aus der Null oder was auch immer. Nein, das sind Spielereien. Aber dann liegt das in einem Doppelung, das niemand kann holen kann, was nicht zugänglich ist. Und dann bin ich so Hochwasser auf sein Fuß. Und dann gestern sind dann eine Zeit lang relativ viel Wiesen und Erlen da ab. Das sind dann die Erge, die gerade an einem Bachbad wachsen. Hat es Bachbretter runterspült und die sind dann abgerutscht und hat das Fuß. Und dann gibt es zum Teil natürlich auch, dass sie im Wald aufgerüstetes Holz haben. Ja. Und dann kommt mal Wasser, das sie nicht damit gerechnet haben. Und dann kommen gerichtete Stämme. Also körperlich sicher eine grosse Anstrengung. Braucht wahnsinnig viel Erfahrung, viel Können. Ich habe mir gedacht, das ist wie manchmal ein bisschen vorgekommen, wie beim Windsurfen. Von Wart auf Luft und dann geht man und so weiter. Das ist schon eine nervliche Anspannung. Gell? Gestern hast du gesagt, ja, ich glaube, es ist gelaufen, kommt nichts mehr. Hast du wirklich immer geschaut und hast dich können lassen, immer wieder mal den Haken genommen, immer wieder rausgeworfen. Es ist schon nervlich, eine recht grosse Herausforderung, oder? Ja, ja, ich bin also fast am schlimmsten ist voraus. Ja. Fast, wenn ich damit mal rechne, es kommt, dann, ja. Also, dann gibt es keine gute Nacht. Ja. Ja. Und das andere ist halt, es kommt alle nachzüglich. Heute Morgen bin ich raus gewesen, noch ein Material zusammensuchen, das ich gestern unter Wasser nicht gefunden habe. Und dann sind wieder 2 Stämme gehabt. Dummerweise habe ich keinen Wurfhaken dabei, aber so Nachzügler kommt immer. Dann ärgert er einen, gell? Ja. Eben. Obwohl, ich habe genug, weißt du. Also, aber ja. Ich wäre gerade draußen gewesen und es wäre entspannt gewesen.
Ja, und dann gestern hat der Kopf Victoria gefehlt. Am Schluss ist er noch oben mit den Hüten, gell? Ja, ja. Aber ich meine, gell, die Hilfen sind schon wichtig. Also, andeutig. Ja, ja. Gestern schon der Schwager noch gehabt, gestern haben wir eine Zeit wie das Vierte gewesen. Das ist natürlich super. Ja. Vor allem, weißt, wenn ich einen schweren anwerfe, ja, dann merke ich einfach zum Teil, also ich bin 62 und oder wie es, und dann lange zum Teil einfach Kraft nicht zum Anzuchen. Es gibt Berge, die darfst du gerne nicht anwerfen. Eine große Tanne mit Äste und Stock, ja, da magst du einfach nicht kippen. Genau. Weißt, man sieht es ja, es gibt einen unverschämten Zug, das wird Kopf vergessen. Ja, ja. Und wenn du dann allzu stark stehen bleibst und zeugst, ist er wieder weg, oder? Ja, ja. Natürlich, ja, ja, oder? Ich habe Mendig angeworfen und dann hat der Ignaz geholfen zu suchen. Dann habe ich gemerkt, wir bringen noch das Zweite nicht her. Dann sind wir da unten, haben wir den Saal schnell um etwas umgewickelt und haben das Käppchen zum Touchdown Saal verschränzt. Und die Tanne ist fort mitsamt dem Wurfhaken. Ja, eben, also weißt du, wie viele Mal dass du da raus springst und wie viele Mal es nichts ist? Also du musst rausgehen, ob etwas ist? Ja. Ja, das gehe ich natürlich unendlich viel. Aber andeutig weniger, seit es Internet gibt. Also was, seit man Peggy kann. Von früher bin ich natürlich in der Nacht alle zwei Stunden rausgefahren, weil ich ja nicht gewusst, steckt er, bleibt er, geht er. Auf das hast du es verloren? Auf das kann ich recht gut verloren. Also Reichenau ist dort ein guter Gradmesser. Und dann habe ich, bei Hochwasser geht es etwa 2,5 Stunden, bis es da ist. Ja. Ja. Und bei Niedrigwasser 3. Ah, darum hast du gestern so von dem können sagen, das ist der vordere Eingang, das ist der hintere Eingang, ja, wegen der Pegelstände. Ja, genau. Ah, du hast nicht wieder eingefärbtes Wasser und das Wasser ist anders und so. Ja, es gibt schon Zeiten, wo ich es anhand vom Wasser ablese. Weißt du, wenn es jetzt eine Minute lang gewartet ist, wenn er einfach knutscht, grau ist da rein, dann ist es die Langquarte. Aber dann nachher kommt gelb vom Hinter rein und so. Also hat jeder seine Farbe, aber irgendwann gibt es eine Durchmischung und dann ist er nur einfach noch schwarz oder dunkel. Weißt du, ich verstehe ja gerne nichts, außer dass ich mit dem Damm rumstehe und noch ein bisschen Film und so weiter. Aber mir jetzt ein dunkler Platz, da ist noch problematisch. Ich habe festgestellt, hat es da vorne so ein bisschen Strudel und hat Menge lange, hat es kurz bevor du an den Standort gewesen bist und jetzt können werfen, hat es noch ein bisschen rausgetrieben und trüllt. Also, wie siehst denn du da? Also, der Grund, wieso ich diesen Platz ausgesucht habe, es hat von Höhe Balzes und das Dreisenamt und zweimal hat Linkskurven. Ja. Die machen miteinander fast einen rechten Winkel. Und darum kommt das Holz tendenziell auf dieser Seite. Und da haben wir dann irgendwo müssen einrichten. Und ich habe da, bin ich von da weg habe ich alle Nielen am Schneiden. Da bin ich stundenlang und bin am Maien und so. Habe ich jetzt bis jetzt noch nicht gemacht. Aber wenn ich da nicht alle Nielen rausschneiden würde und eschen und so, dann könntest du da gerne nicht holzen. Weißt du, dann hättest du laufend Bäume fordern und würdest mit dem Saal anstehen. Und dann habe ich da etwa 300 Löcher in der Stöhe, wo ich Stöpsel setzen kann. Also darum holze ich da. Ich gehe manchmal schon am entgegen, vielleicht noch mal 50 Meter weiter ruhig zum Anwerfen. Aber ja, ist gut da. Und die Tanner dort auf der Schweizer Seite, also, wow, schau, sie ist die Ossa. Ja, ja, ja. Und die, weißt du, die hat sie angeschwenkt, ja, schon, sie liegt dort. Genau. Die gehst du noch holen. Ja, jetzt muss ich zuerst schauen, dass ich mit dem hier wegkomme. Nein, weißt du, mich hat es mehr interessiert, ist das Abenteuer? Also musst du es rausgeholt haben oder die Ossa es automatisch liefert, holt schon noch. Ja, also ich muss so sagen, wenn ich jetzt nicht das hätte, ja, dann würde ich die Säbki holen. Ja, ja. Ich gehe ab und zu, weißt du, wenn ich eine lange Durchstrecke habe, wenn eine Weile von Hochwasser ist und es hat auf der Sandbank etwas Schönes angeschwemmt, dann gehe ich das in 1033 und träge es über die Sandbank rein. Aber das ist natürlich viel spannender hier. Eben, da muss man sagen, es muss noch drüber gekohlt werden, verarbeitet werden, gespalten werden und so weiter. Ja, und was, man muss sagen, es ist hervorragendes Brennholz. Gell? Da muss man sagen, laufen immer das Gefühl, ja, das kannst du nicht mehr brauchen, aber das ist hervorragend. Ja. Also, da weiss ich seit Jahrzehnten auch. Ja, ja, ja. Weil es ist so, es ist vieles Holz, das irgendwie an exponierter Lage gestanden ist und sich hat müssen wehren für zum Wachsen. Und dann sind sie aber entsprechend viel gewachsen. Da kannst du manchmal die Jahre fast nicht zählen. Weißt du, weil sie so eng sind. Und ja, ich finde auch, es hat, das Tannig vom Bündnerland oder so, wo das gewachsen ist, kommt oft fast ein im Bereich vom Hirthölzigen. Ja, wenn wir heute ewig über das reden. Gell? Also ich kenne dich ja schon seit ewiger Zeit, hast mir schon viel erzählt, aber gestern denkt heitere Fahne. Es ist wirklich also nervlich, es ist körperlich, es ist von der Erfahrung her ein riesiges Können, das du hast. Es ist eine Passion, die dich dein ganzes Leben lang begleitet. Was wäre so dein grösster Wunsch jetzt? Dass es morgen sicher kein Hochwasser mehr gibt. Das wäre schlimm, oder? Ja, jetzt muss ich mich das erste Mal erholen und jetzt müssen wir mal das abtransportieren. Aber ich hoffe natürlich schon, dass es das noch nicht war, im 19.